Ja, und damit moin moin und servus, meine sehr ehrigen Brüders. Wir sind wieder hier in Among Us auf ein Nintendo Switch. Und heute sind wir wieder zu 10 unterwegs in einen nordamerikanischen Raum mit den Brüdern, die direkt den Raum verlassen. Es wird also wie immer wahrscheinlich sehr wild. Also lasst gerne jetzt einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen sollte. Vielen Dank für Unterstützung. Abonnieren Sie rein für die kompletten Kicks. Oh Gott, jetzt kommt wieder das Spiel, Alter. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf, Mann. Diese 10 Stufen. Oh. Wieso mache ich diese Aufgabe überhaupt? Weiße. Wofür mache ich die? Ich verpasse jeden Death. Jeden. Wie kann das passieren? Wie kann das denn sein? Orange wird gesagt. Aha. Oh, irgendwie, ich glaube, Spanisch oder so. Morado no hace nada. It's orange. Ja, gut, ne? No! Wir sind hier wieder in einem sehr, ich sag mal, gut taktierenden Raum. Ich gehe mal auf Orange. Weil jetzt bestimmt auch alle für den gestimmt haben. Und da seine Verteidigung diesbezüglich nicht gut gewesen ist. Oder das Ding ist, er war es nicht. Oh. Ja, dann natürlich easy. Ja, das war eine sehr schnelle und ehrige Runde. Dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns wieder als Imposter vielleicht. Brüder, hört ihr das gerade? Es gibt keinen Sound. Es gibt keinen Sound von dem... Also es gibt diesen Umgebungssound, nicht dieses... Das gibt es hier gar nicht. Mal kurz einen neuen Hut auswählen. Oder auch nicht. Aber egal. Neue Runde. Das war gerade, glaube ich, ein kleiner Soundbug. Kann das sein? Es gab irgendwie so einen Soundcrack, so ein Knacken. Und danach war vorbei. Ja, genauso wie jetzt. Ist vorbei. Poster hat das Spiel verlassen. Man kennt. Warten auf Host. Hä? Hat der jetzt auch das Spiel verlassen? Bruder? Aber ich habe natürlich einen neuen Raum gefunden. Und den werden wir uns ehrenlos einverleihen. Wieder mal als Besatzung. Aber ich meine, Chance ist ja auch 1 zu 10 gewesen. Gut, dann schauen wir mal, dass wir hier ein paar Aufgaben machen, so wie immer. War es richtig? Wir haben schon wieder einen Kill verpasst. Wie schnell geht denn das bitte? Bruder. Wieso haben die auch alle Ballons auf? Haben die heute alle Geburtstag? Ich hatte die Idee mit den Ballons. Ich dachte mir, oh scheiße, neues Item auswählen. Komm, neuer Hut. Ballon. Und alle anderen haben jetzt auch den Ballon. Ist heute eine heilige Ballonrunde. Einige sagen rot, dunkelblau, rot. Das Ding ist, Ben ist der Raumersteller. Das heißt, ich vertraue Ben, dem Bruder. Nur trotzdem, wieso habe ich das verpasst? Und schade, wenn es jetzt wirklich schon vorbei ist. Weil dann geht die Runde wieder nur eine Runde. Und dann denke ich mir so, ja, geil. Na gut. Brüders, wie sieht's aus? Ich glaube, Rot ist raus. Und Rot war auch der Einzige, der für Ben gestimmt hat. Aber er war wohl Imposter, oder? Er war nicht! Okay. Diese miese Sau, ne? Ben. Ben war's. Und warum knackt jetzt der Sound von der... Hört ihr dieses Soundknacken manchmal so ein bisschen? Knack. 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 Das ist doch nicht normal. Ich glaube, Among Us hat ein bisschen die Kicks. Aber Real Talk, wieso zum Teufel? Wieso zum Teufel war Rot nicht der Imposter? Das heißt, Blau hat uns verarscht. Wir müssen gucken, dass wir die Aufgaben erledigen, Jungs. Das gibt doch Flecken. Hier ist ein toter Körper. Hallo. Wenigstens habe ich ihn diesmal entdeckt. Ich wollte sogar schon an ihm vorbeilaufen. Aber, where? Jetzt mache ich ihn die Hölle heiß. 10 mal Ausrufezeichen, um zu sagen, wie ernst die... Oh.
die Lage ist. Ben! Hm. Ich gehe zu 100% auf Ben, weil er war's. Und ich kann mir so gut vorstellen, wenn er das wirklich war und ich habe ihn überführt, wird er mich rauswerfen aus dem Raum. Von daher, ich wähle für ihn. Abstimmungsergebnisse, wie folgt. Die Leute verlassen auch alle trotzdem den Raum. Er sagt mir nicht, dass der auch nicht der Imposter war. Er war der Imposter. Ich hab's mir irgendwo gedacht, dass der am Anfang schon so offensiv auf einen draufgegangen ist. Hm. Und ich und der grüne Bube rechts mit den Eiern auf dem Kopf, wir haben die Lage gerettet. Ehre geht raus. Alter, wie viele sind denn hier bitte rausgegangen, Mann? Uff. Und eine weitere Runde. Immer noch als Besatzung. Aber mit einem grünen Ballonbruder. Das heißt, der wird safe nicht Imposter sein. Wir gucken mal. Oh, der hat sogar ein Pet. Das heißt, er wird nicht Switch-Spieler sein. So, natürlich machen wir Auge. Oh, oh, Rot ist schon mal sehr süß. Der rennt hier durch, aber wahrscheinlich auch für die Aufgabe. Also, könnte sein. Wie kommt die hier raus? Hallo! Hier, oder? Wo war das denn jetzt? Ich hab... Okay, Ben ist als erster verreckt. Und er ist der Raumersteller. Das heißt, ich hoffe nicht, dass er irgendwie den Raum zumacht oder so. Hier wird gesagt schwarz. Aber wir wissen ja von eben... Proof. Wir wissen ja von eben, das kann man einfach so dahin sagen. Deswegen gut, dass schwarz hier sagt, beweise es doch. Mäßig. Ja gut, ich stimme auf schwarz. Aber auch nur, weil ich mir nicht sicher bin. Oh Junge, wie einfach alle für den gestimmt haben, nur weil einer gesagt hat, er war's. Das müssen wir auch beim nächsten Mal so machen. Aber er war auch der Imposter. Krass. Das hätte ich nicht gedacht. Dass wir das so schnell entscheiden. Ich dachte, wir würden wieder gefaked oder geprankt werden. Und eine neue Runde zu Zip diesmal. Wieder nicht Imposter. Ich will wenigstens will ich doch mal einmal pro Runde oder pro Folge will ich doch mal Imposter sein. Hm. Ich stelle mich hier hin. Hm. Na klar. Für die große Fahrt. Ja, logisch. Licht reparieren. Komm, das müssen wir aber auch jetzt machen, bevor es kritisch wird. Kriegt ihr die Tür nicht auf, Jungs? Soll ich helfen? Ach je. Jetzt habe ich natürlich die Angst, was ist, wenn grünes ist, ne? Aber so viele Leute laufen hier rum, die werden das nicht machen. Die werden mich jetzt hier nicht killen. Und Ben, ja, keine Ahnung, der war eben nicht Imposter, ne? Der könnte natürlich jetzt wieder Imposter sein. Prinzipiell. Boah, ey, nochmal verdrahten, gar kein Bock. Oh, Junge, diese Aufgabe ist so nervig. Uff. Da hoffe ich jedes Mal, dass ein anderer die aufmacht. Der weiße Bruder. Wer war das? Ja, ich schreibe mal kurz. Okay, ich habe es jetzt geschrieben, dass ich ihn am Spawn gefunden habe. Und hier wird gesagt, rot. Ich gehe mal drauf. Wer hat ihn denn vermutet? Hä? Hä? Hat er jetzt den Raum verlassen? Hä, was? Wieso haben wir jetzt gewonnen? Wieso? Also, falls wir gewonnen haben, weil rot es gewesen ist. Ich meine, wir sehen ihn hier ja nicht. Das kann auch daran liegen, dass er den Raum verlassen hat. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das war sehr dubios. Komm, wir machen mal orange. Eine Runde geht noch hinein in den Aal. Let's go. Widerliche Imposter. Ja, nee, also das war schon strange gerade mit dem Spawnpunkt. So, wir gehen mal nach links. Wir reihen uns ein in den Aal. Müssen natürlich gucken, was ist mit Grau. Ja, da kam mir da eben so ein bisschen hinterher hier laufen. Ach so, nach links drehen. Okay. Ja, das ist ja mal voll die lange Aufgabe. Ah, wobei. Geht. Ja, aber auch darum muss sich natürlich gekümmert werden, ja. Irgendwer muss ja das Wasser hier aufdrehen. Im Heizraum. Ne, Ben?
Kriege ich aber die Fortnite-Kicks, wenn ich an Ben denke. Das nächste Ventil. Ja, wie gesagt, die Aufgaben müssen gemacht werden. Oh, Junge, ist das kritisch. So lange in diesem Screen gefangen zu sein. Lass mich hier raus! Aber, das ist mir wieder zu ruhig hier. Hier wird doch bestimmt wieder irgendwo eine Leiche liegen. Safe am Spawn oder so. Bevor ich jetzt eine Aufgabe mache, gucke ich mich hier weiter um. Rot läuft da herum, ja klar. Der Bruder. Und ich glaube, grün wurde gefunden, ja. Ja gut, dann haut mal raus. Okay, auf der einen Seite wird gesagt, dass blau ist es. Auf der anderen Seite sagt blau, nee. Ich war es nicht. Wenn ich es nicht war, war es grün. Ich weiß, es kann doch nicht schon wieder Ben sein. Ich gehe auf lila. Lost, aber ich weiß nicht. Ben ist hier. Es kann doch nicht immer er sein. Ich wusste es. Ich habe nicht für ihn gestimmt auf der ehrigen Basis. Jetzt natürlich die Frage, ne? Wer könnte es gewesen sein? Ah ja, hier mein QR-Code, meine Freunde. Mhm. Kurz eingescannt. Die ist das, man kennt. Was haben wir hier? Die Karte. Ich bin der Herr der Karten. Weiterhin. Und ewiglich. Trotzdem. Na, guck mal. Was haben wir denn da? Was ist hier gerade passiert? Das sah mir gerade sehr danach aus, als wollte gerade jemand etwas tun, aber konnte nicht, weil es jemand gesehen hatte. Nur mal kurz hier. Minus 22 Grad müssen wir einstellen, ne? Okay. Kein Problem. Oh Gott. Junge, haut doch nicht so laut auf die Tasten drauf. Was ist los bei euch? Ja, keine Ahnung. Was ist passiert? Ist jemand gestorben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sieht so aus, als hätte der Imposter seinen Job nicht getan. Weil wir sind zu fünft. Ich glaube, das waren wir eben auch. Oder? Purple ist Zeus. Vote Purple. Ach, Gelb. Ich glaube, Gelb könnte das sein. Weil ich habe Gelb auch hier und da gesehen. Und Purple war es nicht. Purple kann es nicht sein, weil da stand auch am Emergency-Schalter die ganze Zeit am Anfang. Wenn du Imposter bist, jedenfalls ist es bei mir so, dann laufe ich so, ich zische sofort hinfort. Hm. Deswegen bin ich auf Gelb gegangen. Es kann doch nicht sein, dass ich immer die Verdächtige in der Vorrunde, die dann rausfliegen. Gelb ist es. Gelb ist es zu 100%. Gelb ist es. Und das werde ich jetzt auch gleich einreichen in den nächsten Sekunden. Let's go. Hm. Und jetzt mal richtig Stress. Hm. Jetzt sagt ihr, dass ich das bin. Jetzt sagt ihr, dass ich der Imposter bin. So, er lenkt immer von sich ab. So, jedes Mal, eben auch hier, Purple. Jetzt ist es, jetzt bin es ich. Bruder. Die sind so dumm. Die sind so dumm. Ich war mir seit der letzten Runde sicher, dass es Gelb ist. Aber du kannst mir nichts anhaben. Ich fliege nicht raus. Einer war auf meiner Seite. Ich habe nicht gesehen, wer der Bruder war. Aber Grüße gehen raus. So, und jetzt kommt's drauf an. Ich laufe immer mit einem mit. Aber nicht mit Gelb. Deswegen. Ich will mich jetzt nicht auf Zeus machen. Also komplett, ne? Das sieht vielleicht auch so ein bisschen so aus. Aber ich mache jetzt mal eine Aufgabe. Ne? Dem ich nicht vertraue, ist Gelb. Allen anderen könnte ich hinterherlaufen, aber das will ich eigentlich gar nicht, weil das wird ja dann doch wieder zu Zeus wirken, wisst ihr? Es ist wirklich ein Trauerspiel. Nur irgendwie muss ich das jetzt beweisen.
Da war grün. Wie gesagt, grün vertraue ich. Also ich vertraue allen außer gelb. Das ist das Ding so. Gelb ist der, dem ich nicht vertraue. Komm, 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 komm. Ja, das Ding ist so, dieses Ausrufezeichen macht mich komplett verrückt. Oh nein, wir müssen die Dinger jetzt reinschieben, oder was? Oh Gott. Diese andere zeitaufwendige Aufgabe gerade. Aber es geht mit Bewegungssteuerung. Relativ scheiße. Das geht... Boah, Junge, die Bewegungssteuerung! Ah! Junge! Wo ist das Blatt? Kommen Sie heran. Nee, also macht das nicht mit Bewegungssteuerung. Ja, klar. Das ist halt komplett am Kicken. Verdammt. Ich dachte, ich könnte die Aufgabe lösen, bevor irgendwer eine Leiche findet. Rot wurde gefunden. Es ist einfach gelb so. Er ist es. Es ist gelb. Doch, doch. Es ist gelb. Ja. Yeah, yeah. Junge. Diese ganzen, diese ganzen vorhergestellten Texte vor mir. Unnormal. Guck mal. Organe. Wie der immer Organe schreibt. So, jetzt schreibe ich einmal ganz klar, please, you did it. Ey, das kann doch nicht euer Ernst sein, ihr dummen Idioten. Dane, du Bass. Das war's. Wir haben verloren. Weil die so dumm sind. Weil Dane so dumm gewesen ist. Was ist sein... Junge, das muss ich denn schreiben. Stupid. Stupid, Alter. Dumm wie Brot. Das kann man sich nicht ausdenken, Alter. Uff. Uff. Ich bin raus. Nicht nur aus dem Raum, auch generell. Bruder. Ich... Was soll ich dazu sagen? Das war ja komplett scheiße. Wie es da abgelaufen ist. Ich habe... schon... Ja gut, das war ja nicht seit Anfang der Runde, aber ich glaube nach der zweiten, dritten Runde war mir klar, wer das ist. Weil er halt immer andere verdächtigt hat. Und die anderen checken das nicht, Mann. Der geht immer auf andere. Uff. Hauen Sie jedenfalls hinein. Vielen Dank für Zuschauing. Und ja, bis zum nächsten Mal.